Ja, da denke ich immer wieder an die Industrie. Die Industrie hat vor 15, 20 Jahren dies schon erkannt, hat damals einen Mechatroniker eingeführt, ein ganz neuer Beruf, den es vorher nicht gab. Man hat doch den Elektriker zusammengeführt mit dem Mechaniker. Ich denke, das war ganz gute Erfolge. Bei der Wärmepumpe haben wir nicht nur zwei Berufe am Handwerk, sondern wir haben drei Berufe. Wir haben die Elektrikersteuerung, Smart Grid, Anschlüsse und so weiter. Wir haben den Heizungsbauer, der die hydraulischen Einbindungen macht, der die Warmwasserbereitung berechnen muss, die Heizlast berechnen muss. Und als dritten Beruf hätten wir den Kälteanlagenbauer, der sich dann schließlich um den Kältekreis kümmern muss. Vielleicht gibt es doch ein Berufsbild der Zukunft, dass man diese drei Berufe nicht in die ganz tiefe Reihen, aber zumindest mal so, dass man auf Wärmepumpen spezialisiert ist, zusammenführen kann.